Farm Machine 2022. Das sind unsere Nominierten in der Kategorie Bodenbearbeitung. Der 2300S Variomat von Querneland. Die Cobra von Amazone. Und der Multileader XT von Kuhn. Und das sagt unsere Jury. Ja, der Multileader XT von Kuhn ist deshalb bei uns auf der Shortlist gelandet, weil es ein neuer Aufsattelflug ist, der sowohl in der Furche als auch on-land arbeiten kann. Eine Neuerung ist das neue Einstellcenter, wo sich die Zuglinie schnell und optimal immer anpasst. Wir haben hier den Umschlag von der kompletten Jury von 14 verschiedenen Agrarmedien, auf dem uns der finale Platz mitgeteilt wird. Und das ist... Jawohl. Die Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch. Thank you very much. Yeah, it's a pleasure to receive this award. I'd like to thank all the judge and the traction team that organized the award. I also would like to thank Kuhn Germany, of course, and all the Kuhn teams, the prototype team, the purchasing, the sales team, without whom it wouldn't have been possible. We are looking for Agritechnica 2023 to present the Multileader XT, and it will be a great machine, a heavy duty plow with a great future ahead, thanks to you. Thank you very much again. Ja, ich möchte auch ein paar Worte verlieren. Und zwar möchte ich ein Dankeschön aussprechen an unsere Kunden und an unseren Händlern, mit denen wir zusammen diese einzigartige DNA des Fluges entwickeln konnten. Somit schreiben wir eine fast 200-jährige Fluggeschichte, Entwicklungsgeschichte weiter. Dankeschön.